Der BBT, ein grenzüberschreitendes Projekt, welches die Distanz zwischen Norden und Süden minimieren und den Güterverkehr auf die Schienen verlagern soll. Der untragbaren Umweltbelastung auf der Nord-Süd-Achse wird damit ein Riegel vorgeschoben und die Lebensqualität auf dieser Strecke, welche sich im Herzen der Europaregion befindet, erheblich verbessert. Ein weiteres Ziel dieses Jahrhundertprojektes ist es auch, dass der Brenner als Grenze in den Hintergrund rückt und grenzüberschreitende Zusammenarbeit alltäglich, ja geradezu notwendig wird. Die enge Kooperation von Nord und Süd zeigt sich etwa dadurch, dass derzeit der Hauptsitz der BBT SE in Bozen ist, der zweite Gesellschaftssitz dagegen in Innsbruck. Auch die BBT-Infozentren, welche als Bindeglied zwischen dem Projekt und der Bevölkerung dienen, befinden sich auf beiden Seiten des Brenners. Jenes auf Südtiroler Seite in Franzensfeste werden wir heute einmal genauer unter die Lupe nehmen. Herzlich willkommen bei uns im Brenner Basistunnel Infopoint in Franzensfeste. Ich lade Sie hiermit auf einen kurzen Durchgang durch unsere Räumlichkeiten, den sogenannten Showrooms, ein, welche das Projekt erklären und Einblick in unsere tägliche Arbeit geben. Der BBT Infopoint wird von der BBT Beobachtungsstelle geführt, welche für das gesamte Südtiroler Gebiet zuständig ist. In Südtirol wird mit Hochdruck auch an der Realisierung der Zulaufstrecken gearbeitet. Bereits im Jahr 2007 wurde die Beobachtungsstelle und somit der BBT Infopoint im Dorf Franzensfeste eröffnet. 2015 wurde mit dem Umzug in die Franzensfeste die bestehende Ausstellung erweitert. Diese ist in 7 zentrale Themen unterteilt, welche die Vielseitigkeit des Brenner Basistunnels als großes europäisches Projekt beleuchten. Unter anderem wird hier der Brenner als Nahtstelle zwischen Nord und Süd thematisiert, die Geschichte dieses Jahrtausende alten Alpenüberganges skizziert und die Gründe für den Bau des BBT erklärt. Auch die Natur spielt in der Ausstellung eine zentrale Rolle. Der Brennerpass war historisch von größter Bedeutung. Als niedriger Alpenübergang wurde er immer sehr stark genutzt. Das geht über viele Jahrhunderte, sogar Jahrtausende zurück. Vor rund 150 Jahren leistete man Beeindruckendes. Die Brennerbahn, die historische, wurde in Betrieb genommen, nach nur 7 Jahren Bauzeit. Heute, 150 Jahre später, bauen wir am Brenner Basistunnel die neue Eisenbahn für die nächsten 200 Jahre. Absolute Highlights sind neben interaktiven Fahrten durch den Tunnel die multimedialen Darstellungen des Tunnelvortriebs. Der Infopoint dient auch als Ausgangspunkt für geführte Baustellenbesichtigungen. Der Brenner Basistunnel ist in vielerlei Hinsicht ein sehr interessantes Projekt. Wir sprechen vom größten Infrastrukturprojekt Europas, hinter welchem viele Menschen stehen, die tagtäglich daran arbeiten, dieses Projekt umzusetzen. Geologen, Hydrogeologen, Statiker, Bauingenieure, Dolmetscher, Juristen, Buchhalter und viele andere Menschen mehr setzen sich dafür ein, das Projekt umzusetzen. Dazu kommen noch einige Tausend an Bauarbeitern, welche konkret vor Ort den Tunnel vortreiben, gemeinsam auch mit der Bauaufsicht, die all diese Tätigkeit überwacht. Der BBT ist somit auch unter dem Gesichtspunkt Arbeit ein sehr spannendes europäisches Projekt. Eines der größten Probleme des Landes Südtirols, des Landes Tirols und des Trentino ist heute die Verkehrsproblematik. Millionen von LKWs und Millionen von PKWs fahren jährlich über den Brenner, weil es der niedrigste Alpenübergang ist und die Autobahn teilweise auch sehr kostengünstig. Hier muss man zwei Ansätze umsetzen. Einmal eine sinnvolle und nachhaltige Verkehrspolitik, aber vor allem auch die Voraussetzung für eine Verkehrsverlagerung schaffen und eine neue, zeitgerechte Flachbahn mit dem Brenner Basistunnel bauen, damit man nachher die Züge nicht mehr hört und sieht, da sie im Berg verkehren. Unser Fazit: Jeder, der über Geschehnisse in der eigenen Region auf dem Laufenden sein möchte, sich für historische und aktuelle Entwicklungen des Brennerpasses interessiert und technische Details im Tunnelbau kennenlernen möchte, ist hier genau richtig.